Hi, heute mal was anderes, ein Reaction-Video auf das Summer Stuntfest 2016-Video. Da ich momentan gerade relativ viel zu tun habe mit anderen Projekten, dachte ich mir, um die Zeit zu überbrücken, bis ich den Vlog zum Summer Stuntfest, den richtigen Vlog fertig habe, überbrücke ich einfach mal die Zeit hiermit mit so einem Reaction-Video. Ich lasse das Video laufen, ihr könnt es dann auch unten, blende das unten auch noch ein, ich schaue es mir an, gebe meinen Senf dazu, was mir so dazu einfällt, Erinnerungen und Hintergründe so ein bisschen, das, was so auf die Schnelle geht und ja, mehr ist es auch schon nicht. Daher lasst uns starten und los geht's. Aichi-Logo. Stunts mit Isabelle. Ja, richtig, richtig coole Stunts. Norman. Und mit Dennis und Minnie. Und wieder zurück zu Norman, den Rewind. Tumbling Pass mit der Drohne aufgenommen von oben. Thomas und. Oh, mir fällt ihr Name nicht mehr ein. Morgens Aufnahmen gemacht und es war laut. Es tut mir leid, Leute. Es war wirklich laut. Mit Lee auch noch gerade eben coole Aufnahmen und die mit der Drohne so hochgeflogen. Ich hatte echt Angst, dass sie runterfällt. Hey, grüßt euch, hi. Den Move, den alle machen mussten, das war gerade eben Xenia. Und es war richtig viel los, waren richtig viele Leute da. Ja, Yasha macht einen auf dicke Hose. Gang Sign, Challenges, dass die am längsten halten. Challenges, weitere Stuntaufnahmen mit guter Laune. Was denn sonst? Backtucks und weitere Challenges, das sind dann die Basket Challenge gewesen und ja, voll süß, das musste mit rein, hatte ich nur so zufällig aufgenommen. Und wieder die Backtuck Challenges. Es werden immer mehr, also auch nicht nur Leute, sondern auch die Anzahl der Backtucks selbst. So krass, wie lange sie da getummelt ist. Und Partyaufnahmen und das mit dem Mond ist so cool geworden, deswegen wollte ich unbedingt diese Sony-Kamera mitnehmen, weil die kann das richtig gut. Jupp, wieder mal sein, haben alle gemacht. Weitere Standaufnahmen so zwischendurch und oh, ja, sieht so gut aus. Sie und der Backtuck und die Aufnahme. Sonnenaufgang. Oh, das tut mir leid, dass ihr das gerade sehen musstet. Consti, das tut mir echt leid. Und das war die einzig gute Aufnahme, die ich von Sven hatte. Die ist richtig gut, aber das war die einzige, die ich hatte. Mini kurz bevor sie jetzt hier, Trailer-Shot, Money-Shot. So viel Arbeit, bis das geklappt hat. So lange gebraucht. Pokémon Go ist vorbei. Das war damals. Damals im Sommer, schon wieder lang. Pokémon Go ist vorbei. Aber das war zu dem Zeitpunkt, war das ja nur, das war Thema Nummer 1. Weitere, ach, Kimi und Archie. Und Konzi, der mal wieder einen auf dicke Hose macht. Weitere Stuntaufnahmen, ja, das sieht richtig cool aus so. Bis zum Sonnenuntergang gestuntet, das ist so üblich beim Stuntfest. Flyby. Angelina Juliane, ich kann die nicht auseinanderhalten. Geht euch genauso, garantiert. Weitere Stuntaufnahmen, also ich meine Aufnahmen vom die Gewinner, das war über 100 Backtucks. Wieder Isabelle, wir fangen mit Isabelle an, enden mit Isabelle. Da war gerade Jascha, der wieder ein bisschen rumgespielt hat und einen Rewind vorgetäuscht hat. Eat, sleep, cheer, repeat, you gotta love it. Das ist ein Spruch, oder? Das ist doch mal eine Ansage. Und Leute, voll cool, dass ihr, wenn eine Drohne vorbeigeflogen ist, dass ihr dann halt auch mal so reingewunken habt und so weiter. Ich habe richtig schöne Drohnenaufnahmen deswegen gemacht. Ich hatte immer Angst, dass sie euch auf den Kopf fällt, aber es ist alles gut gelaufen. Ja, und das Video so fertig. Freitag vorbereiten, Samstag die Aufnahmen gemacht, Samstag angefangen zu schneiden, in der Nacht zum Sonntag hin. Sonntag noch ein paar Aufnahmen gemacht, Sonntag weitergeschnitten auf der Rückreise nach Berlin. Montag noch geschnitten und am Dienstag war es dann fertig, ich glaube. Und Mittwoch wurde es veröffentlicht. Das war krass. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, ja, das war's schon. Reaction-Video. Wenn das Video vorbei ist, ist auch meine Reaction-Zeit over. Die Gelegenheit hier nutze ich noch, um mich bei einigen Unterstützern zu bedanken. Leute, die mir immer beistehen, die mir helfen, die meine Beiträge liken, die meine Beiträge auch kommentieren oder reposten und so weiter. Und ohne euch wäre ich einfach nur so ein Typ, der Bilder und Videos online stellt. Und es wird einfach niemanden jucken. Daher, also vielen Dank. Und ja, genau, damit das nicht zu lange dauert, weil es so viele Namen wären, habe ich jetzt hier 30 Sekunden Zeit, die Namen zu nennen, die mir jetzt einfallen. Und los geht. Ah, Elida, Illy. Voll cool, Illy. Fitch, Jenny, Felix, Roberto, Robert, Kutschi, Justine, Tamara, Thomas, Alina, Pia, Jessica. Oh, jetzt Thomas, Stevie natürlich. Jetzt Josie. Ah, mir fallen die Namen nicht. Ich wusste es, wenn die Zeit läuft, fallen mir die Namen nicht mehr ein. James, James, natürlich, wie kann ich James vergessen? Joe, Maika, Namen, komm schon, Namen. Ah, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wenn die Zeit läuft, wenn der Stress da ist, das ist wie beim Bombenentschärfen, das rote Draht, das grüne Draht, das blaue Draht, ist egal. Auf jeden Fall, mir fallen noch so viele andere Namen ein.
Till, Mark, Anja, Katrin, Kerstin, Vivian, die andere Vivian, Dana. Es sind so viele Leute, die mir einfallen würden, wenn ich noch Zeit hätte, aber das Video wäre einfach viel zu lang. Beim nächsten Mal vielleicht dann, ne? Mache ich das einfach nochmal beim nächsten Mal und dann. Auf jeden Fall, danke euch allen, alle, die ich auch nicht genannt habe. Und das war's auch schon. Und ich mache das Video jetzt nicht noch länger und ich höre dann jetzt auf. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.